Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind wie immer unterwegs, fahren nochmal in südliche Richtung und wollen mal schauen, wo es uns heute hin verschlägt. Bleibt dran! Hallo ihr Lieben, oh je, wir hatten gerade einen Technikausfall und zwar ging, als wir losgefahren sind, die Blinker nicht mehr und auch die Warnblinkanlage und ihr könnt euch vielleicht denken, dass das ziemlich ungünstig ist. Wir sind dann noch bis zur Tankstelle gefahren und Klaus hat dann mal nachgeschaut und zwar ist hier unten, da unten drin ist ein Relais und zwar von der alten Alarmanlage vom Auto. Das hat irgendjemand mit so kurzen Kabeln dran gemacht, das zeigen wir euch mal nachher. Und da davon ist ein Kabel rausgerutscht. Gott sei Dank habe ich das gefunden. Und jetzt funktioniert im Moment alles. Und wenn wir nochmal ankommen und dann müssen wir das richtig machen und wahrscheinlich versuchen mal ein originales Relais zu kaufen. Genau. Aber wir zeigen euch das nachher mal, wenn wir angekommen sind. So, wir stehen hier noch ein bisschen im Stau, denn gleich geht's in den Elbtunnel. Gell? Gell? Galaxy. Hier ist irgendwie alles extrem chaotisch. Ja, aber wirklich. Erst drei Spuren geradeaus, dann werden plötzlich. Genau, zwei, dann kommen zwei neue hinzu. Ja, da vorne fällt jetzt eine Spur ganz weg, deswegen ist hier auch so viel Stau, weil keiner irgendwas versteht. Dann überholen sie rechts, dann überholen sie. Guck, okay, guck, wir fahren rechts, links, rin, raus. Das hier ist das Relais, was da angeknaubt worden ist und hier haben sich die Stecker gelöst. Sehr professionell gemacht, nicht. Das hier ist der Platz, wir stehen hier. Es regnet jetzt leider schon wieder, im Moment ist das mit dem Wetter ziemlich verteufelt. Da hinten ist das Schiffshebewerk, das zeigen wir euch auch noch. Und hier sind das offiziell Platz für 10 Wohnmobile. Gestern, als wir gekommen sind, beziehungsweise im Laufe des Tages, war das dann ziemlich voll. Mittlerweile, wie ihr seht, sind alle weitergezogen. Vielleicht auch, weil heute Sonntag ist. Vorne ist eine Touristeninformation. Da hinten gibt es ein Restaurant. Und jetzt nehme ich euch mal mit. Und hier unsere Parkgebühren nachwerfen. Wir bleiben nämlich noch mal bis morgen. Hier vorne ist die Einfahrt. Da fährt man durch eine Schranke. Und man muss dran denken, dass bei der Ausfahrt werden dann noch mal 2 Euro berechnet. Hier ist jetzt der Parkscheinautomat. Das ist also ein extra Stellplatz hier hinten nur für Wohnmobile. Parkgebühr kostet 6 Euro für 24 Stunden. Plus, wie gesagt, noch die 2 Euro bei der Ausfahrt. Der will meinen Euro nicht. Kennt ihr diesen Trick noch? Dann gibt es ja nichts, aber man denkt, es hilft doch was. Oh Gott. Moment. Oh mein Gott, Leute, ich weiß, warum der meinen Euro nicht nimmt. Jemand hat mich verarscht. Das ist kein Euro. Jetzt kann ich gucken, wo ich noch einen Euro herkriege. Das war nämlich der letzte. Verdammt, dann zeige ich euch so lange noch die Fähr- und Entsorgung. Das ist auch in den Parkgebühren mit inbegriffen. Hier ist zum Glück mal noch eine Mülltonne. Und hier ist die Fähr- und Entsorgung.
Das ist die Einfahrt. Und jetzt regnet es mir ein bisschen zu viel, jetzt gehe ich nochmal rein. Bis später. Guten Morgen. Heute ist mal wieder schönes Wetter und wir gehen uns jetzt mal das Schiffshebewerk anschauen. Leute, wir sind wieder unterwegs. Das ist die Rinderbahn. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt weg. Wir sind jetzt losgefahren und fahren grob Richtung Wolfsburg, wollen da aber in einen kleineren Ort. So, also wir waren jetzt 2 Tage in der Lüneburger Heide. Die war sehr schön und am Schiffshebewerk war sehr schön und ruhig. Und jetzt fahren wir Richtung Wolfsburg, weil wir dort einen kleinen Ort uns ausgesucht haben, der sehr schön sein soll. Und dann, also nochmal, gerade hat das Navigationsgerät uns reingesprochen. Also, wir fahren in die Nähe von Wolfsburg, da haben wir uns einen kleinen Ort ausgesucht und dort wollen wir heute übernachten. Aber als erstes fahren wir mal an die Tankstelle. Damit der Sebastian keine kalten Füße kriegt heute Nacht, brauchen wir LPG-Gas. Gas! Ja, das machen wir uns als erstes. Genau. Das Schiffshebewerk konnten wir euch jetzt leider nicht so im Detail zeigen. Da ist jetzt irgendwie kein Baustelle. Ja, da hat kein Transport stattgefunden. Da waren fleißig Bauarbeiten im Gange. Aber ein paar kleine Bilder hatten wir dann wenigstens so von außen. Ansonsten wäre das bestimmt ziemlich spektakulär gewesen. Es ist ziemlich eindrucksvoll. Ein riesiges Gebäude. Sogar Bauwerk. Museum ist sogar dort. Genau. Ja, vielleicht ein andermal.